Jo Leute, was geht ab? Martin am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon im Titel, und zwar ist das neue MM2 Oster-Update draußen. Ihr könnt hier schon erkennen, wir sind hier schon mal in der MM2 Lobby. Und ja, die Lobby ist alles mit Ostern beschmückt. Und zwar ist hier so ein Osterhase, Blumen, Bänke, neue göttliche Waffen und vieles mehr. Ja, und in diesem Video sage ich euch, was alles neu dazugekommen ist mit dem Osterupdate in MM2. Wenn ihr mehr Roblox-Videos sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Und sollte ich einfach mal sagen, wir spielen hier MM2 und wir sind hier schon mal in der Lobby und das Spiel startet schon längst, also ist schon längst gestartet. Und leider müssen wir abwarten, aber ich zeige euch schon mal die Lobby. Und zwar so sieht die ganze Lobby aus, also wie schon vorher gezeigt. Und wenn ihr hier unten rechts auf Event drückt, dann öffnet sich hier so ein Fenster, so ein kleines Eventfenster mit Easter 2023. Und hier gibt es drei Sachen, und zwar Godly Pack, und zwar das sind die neuen Waffen. Und zwar hier in so eine Regenbogenwaffe, dann hier irgend so ein Bundle und hier so ein neues Messer. Boah, ich sag euch Leute, so überteuert, so viel Robux kostet das alles. Aber keine Sorge, ich werde auch in der Zukunft wieder 20 Euro Robux verlosen. Also wenn ihr da mitmachen wollt, dann kommt gerne bei Marcello live rein. Genau, das zweite ist hier Ei-Belohnungen. Wenn wir da drauf drücken, dann gibt es hier so Sachen zum Freischalten. Und zwar ist es genauso wie Münzen. Da liegen halt nur so Ostereier oder so, aber das zeige ich euch da natürlich auch. Und wenn wir hier so bis 4000 Ostereier gesammelt haben, kriegen wir so ein richtig geiles Effekt. Und zwar Easter Glow. Boah, Alter, ich glaube, das ist ein richtig geiles Effekt. Und ja, dafür muss man, glaube ich, auch sehr lange spielen. Und das dritte ist hier Rare Eggs. Also irgendwelche seltenen Eier. Und ich habe hier schon ich würde einfach mal sagen, Seite freigeschaltet. Und zwar habe ich hier so ein Möbelmesser bekommen. Und ja, falls es einer von euch gratis haben will, dann könnt ihr es auch gerne geschenkt bekommen, weil ich brauche eigentlich überhaupt kein Messer oder so. Und ja, wir sind jetzt hier in der ersten Runde drin. Und ja, ich zeige euch jetzt, wo die Ostereier sind, also genauso wie die Münzen, wie schon vorher gesagt, aber ich will es euch echt zeigen und ich hoffe, ich werde nicht gekillt. Und zwar, ja genau, hier liegen irgendwelche Ostereier und wenn wir es halt einsammeln, dann ist es genauso unten wie Münzen. Boah, ich bin jetzt hier gespannt, ob wir es schaffen. Und hier ist schon direkt der Mörder. Oh, mit Feuermesser, so, ja, nicht gut. Und ich hoffe, wir schaffen es. Und bitte, bitte, ich will ja auch mal Mörder oder Sheriff sein. Wenigstens hier in diesem Spiel. Oh, let's go. Ich will einfach mal sagen, wir hauen ab und hinter mir ist der Mörder. Und ich werde safe gekillt, weil ich hinterher gefolgt werde. Nein, nein, bitte, 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 bitte. Gib mir eine Chance, bitte. Ich will nicht die ganze Zeit down gehen. Wo ist denn überhaupt der Sheriff, wenn man ihn braucht? Immer wenn der Sheriff weg ist, ist Mörder immer in der Nähe. Immer wenn man den Sheriff, man kann so sagen, immer wenn man den Sheriff braucht, ist er immer nie da. Ja, immer zu spät. Jetzt ist schon einer gekillt worden und der Sheriff kam zu spät. Genau, dann sammeln wir hier ein paar neue Ostereier ein. Boah, ihr seht, hier sind viele verschiedene Ostereier. Und ja, okay, da klaut ihr einfach hier gerade meine Ostereier hier. Und wir haben hier schon 17 gesammelt. Und ich bin eigentlich gespannt, ob wir hier vielleicht wenigstens hier was schaffen. Also entweder von das hier noch oder vom Ei-Belohnung. Wir brauchen ja nur noch 139. So, okay, ich glaube, irgendwo in der Nähe ist hier der Mörder. Und der Sheriff ist halt nicht da. Also ich weiß nicht, wieso der Sheriff eigentlich immer nie da ist. Ich meine, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal kommt, aber in Wirklichkeit kommt Sheriff immer nie so. Keine Ahnung, muss immer alles selber regeln. Oh. Ich bin gerade hier am Überleben und ich glaube, Mörder ist hinter mir. Oh, ne, die sind weggegangen. Genau, und irgendwo spawnt auch ein seltenes Ei, also das heißt Rare Egg oder so. Ich hoffe, man sieht es. Ja, genau hier. Zwar so wie Maxo has found a Rare Egg. Genau, irgendwo spawnt ein einziges Ei. Und das ist übel selten, dass es jetzt spawnt, aber das ist halt schon selten. Damit könnt ihr auch hier diese, Seiten, würde ich einfach mal sagen, freischalten. Ich habe ja schon hier eine Seite freigeschaltet. Mir fehlt hier nur noch hier ein Ei, genau, damit ich hier so ein fragile Messer bekomme. Boah, ich habe hier irgendwo Sheriff gehört. Und genau, hier ist Sheriff und bitte camp nicht, bitte. Einmal, okay, ich würde mal sagen. Nein, nein, mein Aim, mein Aim. Ich muss Spam jumpen. Sorry, sorry, falls denn jetzt Spam jump ist. Oh, let's go. Also, dass ich den Schuss treffe, habe ich nicht damit gerechnet. Aber ihr seht, ich habe hier Sieg bekommen. Okay, jetzt können wir hier so Maps auswählen. Boah, ich würde erstmal Research Facility nehmen. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was ist eure Lieblingsmap mit Murder Mystery 2? Ich glaube, meine ist hier diese Research Facility oder Fabrik oder. Ja, ich glaube, die hieß Fabrik oder so. Ja, dann warten wir einfach mal, bis die Runde beginnt. So, let's go, unsere nächste Runde und wir sind wieder unschuldig, also. Ey, jedes Mal denkt man immer, man wird Sheriff oder Mörder, aber man ist in Wirklichkeit immer nur unschuldig. Weil es ja nur eine Person gibt, die Mörder spielen kann und eine Person gibt, die ja Sheriff spielen kann.
Aber meiner Meinung nach, was auch unfair ist, ist auch Teamer und Camper in diesem Spiel, weil, ja, jedes Mal, wenn ich das spiele, also privat oder so, dann sehe ich immer so hässliche Teamer und Camper und so, so wirklich widerlich, ey. Dass man so nicht alleine spielen kann oder so, aber, ja, was kann man so dagegen tun? Gar nichts. Und hier, oh nein, bitte, bitte, ich will nicht down gehen, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, ich will nicht down gehen, ich weiß ganz genau, dass ich down gehe. Aber wir müssen Chair abhauen, wir müssen Chair abhauen. Nein, 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 bitte, bitte, nein, nein, bitte. Oh, nee, wir sind wieder down. Ey, Leute, ich bin gerade am Video schneiden und guckt euch einfach die Hitbox an. Ich hab's gerade eben erst jetzt bemerkt. Einfach ehrenlos, ne? Dieses Spiel hat einfach so eine ekelhafte Hitbox. So nervig. Okay, Leute, dritte Runde und wir sind schon wieder unschuldig. Ey, ich hasse es, jedes Mal unschuldig zu sein. Ich glaube, die meisten von euch, die auch MM2 spielen, wollen ja auch Sheriff oder Mörder sein. Aber dass man jedes Mal unschuldig ist, und was war das für eine schnelle Runde gewesen? Also, ja, nicht mal eine Sekunde und die Runde ist vorbei. Okay, wer war eigentlich überhaupt Mörder? Belavki. Alter, wieso man noch immer das Spiel verlassen muss oder irgendwie... Was passiert denn hier? Ich habe gerade dreimal hintereinander irgend so einen Respawn-Sound gehört. Also wenn man sich respawnt. Okay, hier gibt es Mansion 2 als Map. Oder N-Studio ist auch eine geile Map. Da gibt es so einen Greenscreen. Und den fahre ich am meisten, weil es so einen YouTube-Ort gibt oder so einen Raum gibt. Und den, ja, fahre ich am meisten. Passt auch irgendwie zu mir, weil, ja, YouTube und ich, ja, passt halt einfach. Okay, let's go. Yo! Let's go, Leute! Let's go! Wir sind Mörder. Let's go. Boah, ich würde einfach mal sagen, ich attackiere direkt diese AFK-Spieler. Oh, ich dachte, die wären AFK. Ey, ich dachte, die wären wirklich AFK. Bam. Hallo. Nein, hallo, mit ihren Kaffeebecher, Digga. Oder Kakao, Schokomilch. Schokodrink für immer, hallo. Schokodrink für immer. Oh, komm doch her. Ja, let's go. Okay, ich will mal sagen, wir jagen jetzt noch Spieler und tot ist AFK-Spieler. Hallo? Wieso rennt die auch echt... Oh, nee. Oh, wieso rennt ihr auch echt hier rein? Ja, selber schon, wenn man halt reinrennt. Hier ist auch... Warum rennen die denn alle rein? Ich verstehe es nicht, aber... Ja, so ist halt einfach MM2. Okay, ich suche jetzt mal nach anderen Spielern. Boah, ich hoffe mal, ich schaffe jetzt den Sieg. Und ich finde hier... Ah, aha. Oh, die Map ist auch so... Oh, oh. Das hilft nicht weiter. Zack. Hallo? Ach, hier liegt die Waffe. In der Küche. Okay. Ach, komm schon jetzt. Ja, komm, 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 let's go. Oh, nee. Ja, okay, ich will mal sagen, ich gehe mal ein bisschen weit entfernt. Nicht, dass irgendwelche Idioten denken, dass ich irgendwie camp oder so. Genau, die beschweren sich auch immer im Roblox-Chat. Deswegen mache ich den Chat auch nicht an. Oh, nee, nein, nicht mein Bro wieder. Das ist immer so gut. Mit Waffe und Schwert. Alter, ja, ich hab's gewusst, ich werd gekillt von meinem Bro, weil er ein gutes Aim hat in diesem Spiel, weil er jedes Mal immer dieses Spiel spielt und ich immer nie. Okay, Leute, neue Runde, ich bin hier wieder unschuldig. Ja, schade, Mann, so tolle Chance gehabt, Mörder zu sein, und dann werde ich von meinem Bro irgendwie gekillt. Aber ja, so ist auch das Spiel und bitte, ich will nicht am Anfang gekillt werden. Wenn ich jetzt am Anfang gekillt werde, dann ist es nicht gut, weil ich werde hier, glaube ich, hinterher gefolgt. Ey, das ist doch Safety, oder? Ey, das... Ja, ich hab's gewusst. Safe. Oh, oh. Hä? Oh. Oh, nein. Oh, Alter. Ey, dieses Spiel ist echt auch irgendwie so schlimm, wenn es auch hier Camper gibt. Ja, dann müsst ihr halt eben wieder warten für eine neue Runde. Okay, Leute, neue Runde. Und ich bin schon wieder unschuldig. Ja, und die nächste Map ist Hotel. Oh, auch einer meiner Lieblingsmaps, da kann man auch Mörder so austricksen, indem man einfach in die Ego geht und dann in diesen Fahrstühlen oder... Ja, doch, das sind ja wahrscheinlich Fahrstühle. Ja, doch, doch, es sind Fahrstühle, doch, doch, doch. Indem man hier so einen Rand tüpft und dann... Oh, ne, ich habe irgendwie schon Mörder gehört, aber ich weiß nicht, wer ist. Aber ich muss sagen, ich camp hier mal ein bisschen und dann, ja, müssen wir mal schauen, wer Mörder ist. Also, ich glaube, dass es irgendwie die ist, ich weiß es irgendwie nicht. Aber ich will jetzt irgendwie keine... falsche Vermutungen machen, weil ich muss ja wirklich wissen, wer ja ein Mörder ist. Wir müssen auch während Bayern noch Eier sammeln für Waffen und ja, sonstiges. Ah, hinter mir! Ach, Glitch benutzen auch noch! Oha! Messer mit Teddybär, habe ich nie gewusst, dass es sowas in Roblox gibt. Ich hoffe, wir finden hier wenigstens die Waffe.
damit wir den Mörder eliminieren können, würde ich einfach mal sagen. Ich glaube, Mörder ist ganz unten, denke ich einfach mal. Ja, genau, Mörder ist ganz unten. Aber wo ist denn überhaupt die Waffe hin, frage ich mich. Weil wenn es ja keine Waffe gibt... Ja, doch, wahrscheinlich muss es ja eine Waffe geben, weil... In Level 2 muss es ja eigentlich immer eine Waffe geben. Außer der Sheriff verlässt dann nicht, dann gibt es keine Waffe in diesem Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Ja, wo ist denn die Waffe? Oh, nein. Der Mörder kommt. Der Mörder kommt, aber jetzt ist er, glaube ich, wieder unten, oder? Nicht, dass ich jetzt down gehe, Leute. Okay, der Mörder ist hier ganz oben, ihr seht. Ich hüpfe jetzt einfach runter und tricks ihn jetzt ein bisschen aus. Genau, den Mörder. So, müssen wir hier nach oben gehen. Dann irgendwelche Eier sammeln, weil, ja, damit wir hier... Oh, 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 oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Der Mörder war direkt in der Nähe. Wir müssen auch Eier sammeln für Waffen und Messer und so. Ah, ja, aber egal, so schnell kann man auch down gehen, aber ja, voll unfair, wenn man eigentlich so einen Glitch benutzt. Okay, Leute, neue Runde und ihr seht, ich bin Mörder, endlich bin ich hier mein Mörder. Und ich bin mal gespannt, ob ich hier jetzt ein paar Spieler töte oder vielleicht auch den Sieg hole, wer weiß. Und ich habe gesehen, dass hier Teamer existieren in diesem Spiel. Es gibt, glaube ich, zwei Teamer oder so und ich würde einfach mal sagen, wir töten die als erstes, weil Teamer in diesem Spiel müssen ausgelöscht werden. So, also das waren nicht die Teamer, aber ja, ich fange einfach mal an, hier Gegner zu töten. Was war das? Wie schnell wurde ich gekillt? Also, ey, ich bin sprachlos, ne? Hä, wieso wurde ich so schnell gekillt? Lol, was? Okay, Leute, hier ist meine letzte Runde und wir sind Sheriff. Oh, endlich, wir sind Sheriff. Nicht mehr gespannt, ob wir den Mörder mal erschießen können, so gesagt, in MM2. So, okay, die Runde startet und nicht mal gespannt, ob ich hier schaffen werde oder nicht. Und, oh nein, es ist mein Bro, der Mörder ist. Okay, jetzt muss ich hier mein... Oh mein Gott, da ist er. Muss hier meinen eigenen Bro versuchen zu erschießen. Ja, hört sich irgendwie... komisch an, aber ist er leider so. Komm her, zeig dich! Okay, let's go. Perfect, perfect. Ey, sag's euch, der hat gutes Aim. Der hat wirklich gutes Aim, Leute, ne? No joke. No joke, der hat wirklich gutes Aim. Ja, egal, Leute. Sonst würde ich einfach mal sagen, das war's mit meinem Video. Hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und sonst würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao!